So, dann verwalte ich jetzt mal meine Assassinen. So, und ihr seht quasi die nächste Stufe, das Assassinen-Symbol. Das heißt, wenn die drei jetzt noch einmal aufsteigen, haben wir gleich drei Meister-Assassinen zur Zeremonie von einem. Und ihr seht, hier sind noch zwei Watcher-Team, und dadurch, dass wir jetzt nochmal einen Turm eliminiert haben, können wir auch wieder einen neuen Rekruten in die Gilde aufnehmen. Und den können wir jetzt mit diesen Level 7 oder 8 dann halt auf eine, den könnten wir jetzt auf eine gemeinsame Mission schicken. Ich guck mal noch mal kurz auf die Karte, wo der sein, wo der ist. Ja, gleich da oben. Gut, dann mache ich das so, ich rekrutiere den Bürger und schicke den dann gleich mit den Assassinen auf eine Mission. Und ich hatte ja bislang hier fast immer nur Männer, nun schießt man sogar wieder eine weibliche Rekrutin. Das ist ja fast sowas wie ein Einhorn in diesem Let's Play. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich atme noch und das verdanke ich euch. Meine Kampfkraft gehört euch, wenn ihr sie wollt. So, und nun erstmal renovieren. Und dadurch, dass wir die Assassinen schon zurückgekehrt sind, vielleicht haben sie auch Sachen mitgebracht, die wir jetzt... Na gut, ich weiß, jetzt kann man den Schätzaufträgen helfen, aber es ist jetzt eh egal, weil die Schätzaufträge sind dann nur auf die isolative Marine abzugeben. Vielleicht haben die noch irgendwas Blaues. Ich will jetzt irgendwas Blaues haben. Was halt auch so ein bisschen zu den Franzosen passt. Ah, leider nicht. Leider nicht. Na gut, ich zieh erstmal das an. Weil wir haben ohnehin noch hier Nebenmission, Romulus, Reva etc. Aber für die Hauptstory gucke ich mal, ob ich wieder den blauen Skin finde. Weil ich generell den blauen Ezio finde ich sehr geil. Und hier, wie gesagt, wegen Frankreich wird ja auch noch perfekt passen. Also ich guck mal, ob ich irgendwie noch den blauen Skin geschafft kriege. So, heben wir erstmal Geld ab. So, und ihr seht dann nur, diese zwei kleinen Investitionen haben schon gereicht, um den Banktresor auf weitere 10.000 anzuheben. Also, auch wenn sie jetzt spät kommen, die Renovierung machen, doch noch zumindest in Sachen Kapazität einen Unterschied. So, und nun schicke ich halt erstmal, bevor ich es vergesse, die Assassinen mit unserer neuen Rekruten auf Mission. Emiliana Santi, na, die lasse ich aber auch weiß. Die lasse ich aber auch weiß. Na, ich guck mal wieder nach einer von denen, genau von den Missionen. Da, und wenn ich jetzt ganz wahnsinnig bin, ich probiere es mal. Ich probiere es mal, weil ihr seht ja, 775 EP für ein Level 1er wäre ja wirklich der Hammer. Im Endeffekt, mehr als sterben kann sie eh nicht. So, die anderen kriegen. Das ist dann noch... Oh. Zusammen und das war's. Okay, dann renovieren wir mal die Horststelle. Man will sich mal vorstellen, wenn man so jetzt im realen Leben draußen in der Öffentlichkeit sprechen würde und schon einfach mal sagen, da kommen wir gucken uns mal den Stall an oder wir gehen mal zum Pferdeunterstand, wir betrachten jetzt die Horststelle. Die was? Na, die Horststelle. Junge, sprich vernünftig. Sprich Deutsch, du Hurensohn. Sehr unterhaltsam. So. Schmiede, vielleicht mit ein bisschen Glück gehabt, kriege ich jetzt noch mehr Gemälde für den Unterkunft, weil das Gebiet war jetzt lange halt durch diesen Siegesverlauf drüben getrennt von mir. Aber jetzt ist sie es nicht mehr. Aber was ich machen werde, da ich das sie eh kaum benutze, ich gebe jetzt erstmal die schwere Waffe wieder zurück. Und schausche sie halt ein.
gegen eine normale Waffe, normaler venezianischer Malus Schutz, na. Tempomäßig ist er ganz okay. Ich guck mal, ob ich noch irgendetwas finde mit mehr Tempo. Was hiervon hat mehr Taschentücher? Nichts davon hat mehr Taschentücher. Aber doch, die Kugeln 10 von 10. Also entweder habe ich jetzt völlig falsche Änderung und die Pistole im Runout hatte tatsächlich nur 10 Schuss. Oder ich bin wirklich von Uplay getrennt. Okay, wir testen mal den neuen Malachos wieder. Na gut, okay, Fleischermesser geht auch. Das Hauptergebnis ist Hauptsache, der Bade ist tot. Hat er den Kunsthändler und hat er? Nein, hat er leider nicht. Na, schade wäre ja. Wenn ich schon später zu Isla Tiberina zurückkehre, ja, wäre es ja schön, wenn ich jetzt immer nur mehr gemeldet sein könnte, als halt nur das eine für das Hauptattentat. Nur ein Tunnel, den ich ohnehin niemals benutzen werde, aber Rom muss renoviert werden. Rom muss so sehr renoviert werden, wie Kramplätze verdichtet werden müssen. So, Karte. Habe ich was ausgelassen? Den Arzt habe ich renoviert. Bevor ich es mir sehe, das Fraktionsgebäude hinten stand ich mal noch mit Söldnern aus, weil es liegt halt so wunderbar abgeschieden. Und zudem war ja eh noch der Kasper in der Nähe. Ja, wie ihr seht, ich habe es nicht vergessen. Ich bin bereit, ihn zu treffen. Ich riss mal schon die Fäuste aus, wenn ich ihn jetzt zufällig über den Weg laufen sollte. Vielleicht hier hinter. Nein, wäre ja zu schön gewesen. So, wo ist das Schild? Da ist das Schild. Okay, lassen wir Söldner rein und dann nehme ich die mal gleich mit. Das wäre auch witzig, wenn ich hier die Söldner auf den... Ich frage mich, ob ich, wenn ich mit dem in den Erfahrungskampf verwickelt bin, die Söldner auf den Kasch verhetzen kann. So, okay. Oh, na, jetzt habe ich schon mal wieder so... Wir sind zusammengerissen, dass ich schon bereit bin, ein Haus zu rufen. Und was passiert? Ich habe natürlich die Söldner angeheuert und dadurch ist dein Haus gerade nicht verfügbar. Weil die anderen beiden habe ich auch nur so durch Zufall entdeckt. Wenn ich gezielt nach denen suche, finde ich die irgendwie nie. Aber wenn ich jetzt irgendwo bei dem Zoom bin, da reicht irgendwie so ein einziges verräterisches Flickern und ich sehe sofort Kaspar. Gucken und noch mal eben genau einen Blick auf die Karte werfen. Irgendwo hier oben hatten wir das Internet den Tipp gegeben. Ja. Wuhu. Ja. Wuhu. Ja. Wuhu. Ja. Wuhu. Was mich überrascht, ich habe jetzt ja quasi die Kultisanen-Klimission beendet. Bis auf den einen Templer-Agenten. Halt bislang auch alles optionale gemacht für diese Abwesenheit von den Templer-Agenten und trotzdem noch keine Christina-Erinnerung. Ich weiß, dass ich im Let's Play zwar schon mal geguckt hatte, aber die Hoffnung steht dann bekanntlich zu Let's Play ist und da einfach noch nicht richtig gespawnt. Vielleicht war das Spiel noch sauer auf mich, weil ich den anderen Kaschbold einfach getötet habe. Auch wenn es auch cool ist, immer wieder hier zurückzukehren, sich zu erinnern, hier war das erste Attentat des Spiels auf Il Canivice. Und jetzt einfach zu sehen, wie hier vor allem auch an dem Ort noch so ein bisschen an Ezios eigene Vergangenheit erinnert hat, mit der hier Ermordung seiner Familie durch Umberto Alberti, halt Auftraggeber von Rodrigo Borgia, halt erinnert wird. Und dann kommt man hier halt immer noch mal zurück und erinnert sich, so, hier hat man dem anderen Typen seine Rache halt ausgeführt, abgenommen, whatever.
Komm Leute, irgendwo hier muss der doch tanzen. Irgendwo hier muss der doch tanzen. Wo? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Valva, wo hast du deine, Kameraden vielleicht gegessen? Die Fraktion war schon lange vorher verloren, Spiel, lüg mich nicht an. Einige würden sagen, ich strecke das jetzt unnötig in die Länge, aber wie gesagt, Kaschmar kloppen ist wichtig und richtig. Dem würde mich das über lange und später eh immer fuchsen. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich. Na gut, aber das ist mindestens genauso angenehm wie Kaschmar kloppen. Teils ist sogar noch angenehmer. Ja, noch lebt er. Und auch hier ist noch der ganze Boden rot von der Hinrichtung von vor 3 Jahren, weil da spielt er jetzt schon 1503. Und der Mann steht seit 3 Jahren da und fegt die Stelle eisern. Er fegt die Stelle wirklich eisern. So, und wenn ich jetzt ihn jetzt hier nicht gleich finde, dann gebe ich auf. Dann mache ich erstmal. Dann gucke ich mal nach dem. Nach der nächstmöglichen Schnellreisestation und dann. Die anderen beiden hatte ich neulich hier auch in Ufernähe gefunden. Sieht echt nicht so aus. 3 von 5 hatte ich. Gibt es denn nicht die kleinste Prise Verstand in den Abgründen eurer geistlosen Existenz? Ruhe. Ich liebe es einfach wie dieser ganz übliche haushaltsübliche Standardwesen, wie ihn ja einige heute noch haben, der wirklich die Soundeffekte eines Hammers hat. Nee, hier waren die. Nee. Ach komm, ist egal. Ist jetzt egal, ich ärgere mich jetzt einfach nicht. Ich ärgere mich jetzt einfach mal nicht weiter drüber. Einfach mal gucken, der Ort, wo ich hin will, ist hier ganz hinten rechts. Es ist ja schade, dass ich mit dem Wesen nicht einfach anstecken kann. Dass wenn ich jetzt so gesehen hier ein Breitschwert hätte, das Breitschwert halt verlieren würde, also schmeißen und halt nicht wieder eingesammelt kriegen, dass ich mir dann einfach so ein Wesen, eine Hake oder sonst was einfach so in die Gürtel klemmen könnte als dauerhaften Ersatz. Leider war es uns nicht vergönnt. Aber wenn ich schon hier bin, wenn ich schon hier bin, weil hier ist ja der Standardbezug, vielleicht ist hier der blaue Skin. Azublau. Vergoldet Onyx. Vielleicht. Nee, den nehme ich. Dann gucke ich nochmal, wie das alles generell aussieht. Kommt wieder. Sie sehr schön. Nee, ein bisschen zu protzig. Das ist so. Quasi das Blaue, was es jetzt am Arm hat, auf die ganze Rüstung verteilt, aber. Der Umhang sieht geil aus. Der Umhang sieht geil aus, aber das ist mir schon wieder ein bisschen zu protzig. Ach, Rübestein, war es tatsächlich Rübestein? Ja! Ja! Das sieht doch schon mal passend aus. Das sieht geil aus. Vor allem die hellere Kutte in Kombination mit dem dunkleren Umhang. Das ist geil. Vor allem die Ränder der Kutte sind weiß und die Unseite des Umhangs ist auch weiß. Das ist geil. Das behalte ich für den Rest der Aufnahme.
gucken, wo. Da, Castra Pretoria, sage ich erstmal hin. So, in der Zwischenzeit mache ich mal einen kleinen Cut und hol mir noch was zu trinken.